das ist definitiv auf bayerischer Seite viel mehr Tempo, viel mehr Bewegung im Spiel, als das in den bisherigen drei Rückrundenpartien der Bundesliga der Fall gewesen war. Müller. Ribéry! 30. Minute! 1:0 für die Gäste aus München. Da hatten sie wieder für den einen entscheidenden Augenblick die Überzahl. Auf einer Seite des Feldes, wieder auf rechts. Rafinha, Müller und Ribéry hatte sich von links in die Mitte geschlichen. Ein Lachen auf der Kuchentribüne. Molinaro links, Schieber, Gentner, alle nicht in der Ordnung und auch in der Mitte nicht. Taschi und Niedermeier. Der kleine Franzose hat sich hineingeschlichen und das Ding lässt er sich natürlich nicht nehmen. Franck Ribéry, der torgefährlichste Mittelfeldmann der Bundesliga, trifft auch im Pokal nach einer halben